krass, ey. Ich habe da gerade 50 Euro gefunden. Sind die zufällig von euch? Also die lagen jetzt gerade da. Sorry, ich habe da 50 Euro gefunden. Sind die von dir? Ey, sorry, ist es euch? Keinen von euch? Alter, wie nice. Ist es dein Geld zufällig? Nicht von dir. Also ich weiß, dass es nicht von euch ist. Ich habe das, es lag da gar nicht. Ja, aber er war ja auch so ehrlich und hat jetzt gesagt, ey, nee, ist nicht meins. Und dafür als Belohnung kriegst du auch das Geld, wo du ja nicht verloren hast, sondern... Also euch vielen Dank und ja, bleibt so, wie ihr seid. Ciao. Hast du nicht verloren? Bist du sicher? Also ich hab kein Bargeld mitgenommen. Ah ja, dann wird's nicht. Hey, nee, tatsächlich, wir machen ein soziales Experiment und sagen, dass es nicht ihres ist. Dann kriegen sie das von uns. Das heißt, du kriegst von mir jetzt die 50 Euro. Also danke, aber ich bin so erzogen von meinen Eltern, ich nehme kein Geld von meinen. Okay, kann ich völlig verstehen eben, ich will es dir nicht aufbringen. Cool, dass du so ehrlich bist und eben in dem Fall gut erzogen von deinen Eltern. Ja, ja. Willst du sowas haben? Ja, ich würde einen Keks nehmen. Sicher? Ja, ganz sicher. Ich wusste, dass es nicht euch ist. Und zwar, wir gucken ein bisschen, wie ehrlich die Leute sind. Und wenn die Leute ehrlich sind, dann bekommen die was von uns. Ehrlich? Ja, wirklich, voll mein Ernst. Nee, wirklich, machen wir so. Und da ihr jetzt ehrlich wart, so euer. Geht ihr was trinken oder was essen, wie ihr ja wollt? Euch nein, braucht ihr nicht, gar kein Stress. Wer ist jetzt ehrlich? Ja, ist wirklich ist, also gar kein Stress. Also macht euch einen schönen Tag. Bist du sicher? Okay, krass. Tatsächlich machen wir hier ein soziales Experiment. Tun so, als hätte jemand eventuell Geld verloren. Ob die Leute so ehrlich sind und sagen, hey, nee, das ist nicht mein Geld. Und ich will dir tatsächlich das Geld geben. Ach, ja, tatsächlich. Super, bitte, ja, und dir einen schönen Tag. Ciao, mach's gut. Ich hab da gerade. Ja, sind die von euch die 50 Euro? Sind die von dir die 50 Euro? Hat einer von euch das Geld da verloren? Ich hab da gerade 50 Euro gefunden. Sind die von euch zufällig? Weil die sind ja sicherlich nicht vom Baum gefallen oder so. Ja, ja. Habt ihr die nicht gesehen oder? Nee. Warum haben wir die nicht gesehen? Warum habt ihr die nicht gesehen? Okay, wir haben nur Pech leider. Tatsächlich habt ihr heute Glück und zwar, wir haben einen Social Media Kanal, wo wir schauen, ob Leute hilfsbereit sind oder wie ehrlich sie sind. Das macht so Spaß. Er da hinten filmt es auch gerade und wenn die Leute so ehrlich sind und... Nein. Du hast gesagt, du hast nie Glück und jetzt hast du Glück. Okay. Oh mein Gott, was? Ich schwöre, ich bin immer auf Instagram. Ja, und jetzt... Ihr könnt es spenden, ihr könnt damit essen gehen, was auch immer, aber ihr nehmt auf jeden Fall das Geld. Oh mein Gott, Mann, das ist so nett. Wir haben eben... Ich glaub's nicht. Danke. Danke. Eben, da will ich euch gar nicht länger stören. Voll cool, dass ihr eben so ehrlich seid und es zugebt und nicht einfach... Ihr seid so cool. Ja. Freut mich, dass ihr euch so freut. Danke, ciao. Bitte, ciao. Wahrscheinlich nicht von mir. Wahrscheinlich nicht von dir? Hast du gar keine 50 Euro dabei? Nee, glaub nicht. Okay, Wahnsinn. Nein, tatsächlich, wir machen ein soziales Experiment und fragen Leute, ob sie das verloren haben. Echt? Und wenn sie dann so ehrlich sind wie du jetzt, dann geben wir sie den Leuten. Na, doch, nimm die, auf jeden Fall. Ich spende das. Genau, du kannst das spenden oder gibst es einfach weiter an irgendjemand. Aber mega cool, dass du so ehrlich warst. Danke, wie heißt du? Dimitri. Dimitri, Marc, freut mich. Ja, dann. Nee, jetzt. Ja, also. Ja, dann schenke ich es euch. Ich wusste, dass es nicht euch ist. Wir gucken nur ein bisschen, wie ehrlich die Leute sind. Und wenn die Leute so ehrlich sind, dann bekommen die das wirklich. Kein Scheiß. Ja, wirklich. Wenn die Leute ehrlich sind. Die Kamera ist da drüben. Dann Dankeschön fürs Ehrlichsein. Und noch einen schönen Tag. Danke. Weil die lagen direkt da jetzt an der Bank. Ja, also weil die sind ja auch nicht von irgendwo. Also. Ich will ehrlich mit euch sein und zwar habe ich das Geld da gar nicht gefunden, sondern wir haben so einen Social-Media-Kanal, wo wir soziale Experimente machen und schauen, ob die Leute so ehrlich sind und sagen, dass es nicht ihr Geld ist. Und wenn sie so ehrlich sind, dann kriegen die das Geld von uns. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Also habt ihr in dem Fall Glück und mega cool, dass ihr da so ehrlich seid. Das Sternzeichen sind alle Löwen. Ja. Ihr seid Löwen? Ja. Okay, ich auch. Echt? Ja. Nein. 10. August. Habt ihr da gerade drüber geredet oder was? Aber Löwen sind ja ehrlich. Okay, ja. Voll nett, hat mir voll den Tag versüßt. Schön, das freut mich. Vor allem meine Strafe ist wieder drin.